Nächster Redner ist Peter Pilz, erster Sicherheitssprecher der Grünen. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, ich hätte mir erwartet, dass ein freiheitlicher Redner, eine freiheitliche Rednerin einen einzigen Satz sagt. Die Vorwürfe sind falsch. Sie stimmen nicht. Niemand hat es gesagt. Niemand hat Kickl in der Sache verteidigt. Niemand hat ein Gegenargument gefunden. Entweder wissen die freiheitlichen Rednerinnen und Redner, dass alle Vorwürfe stimmen, oder sie haben einen anderen Grund, ihren Abgeordneten und Generalsekretär hier öffentlich im Stich zu lassen. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Es gibt vier offene Fragen. Die erste Frage ist, warum ist der in diesem Verfahren als Verdächtiger geführte Freiheitliche Hans Weichselbaum nach wie vor Bundesgeschäftsführer der Freiheitlichen Partei? Die zweite Frage lautet, wer hat die 20% vom Land Kärnten in der FPÖ kassiert? Die dritte Frage lautet, wer hat die Geldkoffer und Kuverts entgegengenommen, die Partei oder ihre Funktionäre hinter dem Rücken der Partei? Und die vierte und vielleicht wichtigste Frage lautet, wozu braucht Abgeordneter Kickl dreimal einen Strohmann? Zweimal für seine Agenturbeteiligungen, einmal für den Kauf, den geheimen Kauf einer Liegenschaft. Wozu braucht er dreimal einen Strohmann? Und Herr Abgeordneter Kickl, wenn Sie diese Fragen beantworten können, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Sie melden sich jetzt und beantworten sie. Ich sage Ihnen, was die Alternative ist. Wenn Sie nicht in der Lage sind oder wenn Sie zu feig sind, diese Fragen zu beantworten, dann ziehen Sie die Konsequenz und legen Sie Ihr Mandat zurück. Weil dann sind Sie nicht mehr in der Lage, Ihre Funktion als Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat auszufüllen. Ich fordere Sie auf, beantworten Sie diese Fragen oder treten Sie zurück.